Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Diskussion ist nicht neu, das haben Sie ja auch Frau Zimmermann in Ihrer ersten Rede gesagt, 2005, es war auch die Rede von 1995, die ist nicht neu. Und wir haben auch einige Erfahrungen in dem Bereich gemacht, das wurde ja in anderen Reden auch zitiert. Auch wir sehen Chancen bei öffentlich geförderter Beschäftigung, aber eben nicht nur im Blick zurück, sondern ganz besonders im Blick voraus. Und wir haben es im Koalitionsvertrag ja auch miteinander vereinbart, dass wir in diesem Bereich was machen. Und der eine oder andere kennt es besser, der andere weniger. Ich war Sozialarbeiter einige Jahre und habe direkt mit Langzeitarbeitslosen zusammengearbeitet. Und natürlich macht das was bis in die Gesichter dieser Menschen, die da in solchen Projekten sind. Gesellschaftliche Teilhabe, soziale Kontakte, Wertschätzung, Anerkennung, höhere Zufriedenheit, persönliche Entwicklung. Aber ich weiß auch, dass das eigentliche Ziel, was wir aus diesem Hohen Haus damit verbinden, nämlich Langzeitarbeitslose über öffentlich geförderte Beschäftigung nach Ende dieser Förderung in ungeförderte, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bekommen, das ist mit dem Instrument nicht in dem Maß gelungen, wie wir uns das immer vorgenommen hatten. Und das ist eigentlich unser ultimatives Ziel, Arbeitsmarkt, damit die Menschen wieder da drin zur Verfügung stehen. Ein Blick nicht also zurück, sondern einer voraus. Und deshalb haben wir ein Plädoyer dafür, ich persönlich, ein ganzheitliches Konzept, Sie nannten das Wort, was bei den Linken auch im Antrag mehrfach steht, aber individuelle und passgenauere Unterstützung von Langzeitarbeitslosen durch Programme, die Coaching-ähnlich sind. Kollege Rosemann hat dann darauf angesprochen. Individuell. Zum einen in dem Bereich vom SGB II, § 16h, insbesondere für schwer zu erreichende junge Menschen. Zweitens für Bedarfsgemeinschaften, Familie mit Kindern unter 18 Jahren. Zwei Bereiche einfach mal rausgenommen. Denn, und das haben Modellprojekte insbesondere da gezeigt, wenn Leistungsempfänger im Jobcenter individuell gefördert wurden, häufigerer persönlicher Kontakt war, dann ist der Erfolg viel größer gewesen. Im Moment ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Jobcenter-Betreuer für maximal 150 ALG-II-Empfänger über 25 Jahren zuständig ist und unter 25 Jahren für 75 Personen. Allerdings haben wir an der Stelle tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass in neuen Bundesländern dieser Betreuungsschlüssel oft nicht eingehalten werden konnte. Ich möchte ein Beispiel geben. Oft hilft ja, wenn man Best Practices macht, um Art zu beschreiben, wie wir das meinen und vielleicht auch als Vorbild, was ja ein Best Practice sein soll. Ganzheitliches Coaching junger Menschen. Vor einigen Wochen habe ich hier in Berlin ein Projekt in Marzahn besucht. Der Kollege Schieverling, unser geschätzter Kollege, hatte mich eingeladen, anhand von dem Beispiel auch den Paragraph 16h besser zu verstehen. Die Manege, so heißt das Projekt, im Don Bosco Zentrum, dort in Berlin-Marzahn. Das Ziel: ganzheitliche Unterstützung in allen Lebenslagen, feste Teilnehmerinnen zwischen 16 und 25 Jahren, die auch vom Jobcenter zugewiesen werden. Es werden auch Selbstmelder mit aufgenommen. Und die Arbeit der Manege ist integriert in aktivierende Maßnahmen zur Heranführung vom Arbeitsmarkt. Einige Leitbilder dieser Einrichtung klingen ganz ähnlich wie unser Ansatz. Das individuell Beste suchen und geben. Passgenau. Nicht Not verwalten, sondern Not verwandeln. Und jeder hat ein Recht auf einen neuen Anfang. Aber es geht eben um Einzelne. Lassen Sie uns gemeinsam an den Rahmenbedingungen arbeiten, damit eine individuelle und passgenauere Unterstützung von Langzeitarbeitslosen bundesweit noch besser gelingt. Und warum? Weil ebenso individuelle Betreuung und Coaching nachweislich die besten, effektivsten Instrumente sind, um Langzeitarbeitslose wieder an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen. Und damit werden wir unser Titel heute in der Debatte, Perspektiven für Langzeitarbeitslose verbessern. Das ist unser Plan. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frank Heinrich. Nächste Rednerin, Daniela Kolbe für die SPD-Fraktion.